Hallo meine Liebe, mein Lieber, ich grüße dich hier einmal ganz recht herzlich zu den Tagesbotschaften. Ein riesengroßes Dankeschön an jeden Einzelnen hier von euch. Vielen lieben Dank. Ich möchte direkt starten. Alle Kartendecks sowie diverse Sachen, die ich hier anbiete, werde ich dir einmal unten in meiner Infobox verlinken. Ich starte jetzt für dich und werde im Anschluss in die Deutung für dich übergehen. Wir haben die 7 der Kelche, die Königin der Kelche, die 9 der Stäbe und wir haben die 5 der Schwerter. Die 1 des Feuers. Der Priester, der König der Luft und wir haben die Kraft. Aufgrund dessen, da wir heute sehr, sehr viele Tarotkarten hier haben, werde ich keine Karten aus dem Deck von Charles Bezzano hier mit hinzufügen. Geh weiter mit den Lemon-Karten. Wir haben den Kompass, die Vögel, die Sonne, die Mäuse, das Kind, die Wolken und die Würfel. Befreie dich, Seelengefährte. Bleibe optimistisch. Und wir haben die Täuschung. Ich lege das noch ein bisschen weiter runter, damit du die Engelskarten auch einmal sehen kannst. So. Drama. Amos Bote. Zwillingsseele, telepathische Verbindungen, er oder sie denkt gerade an dich. Nur die Liebe kann dich befreien. Ich gehe einmal weiter auf den darauffolgenden Tag. Die 2 der Kelche, die 4 der Münzen. Die 6 der Stäbe. Wir haben die 3 der Erde, die Priesterin, den Teufel, die 3 der Luft. Und wir haben die 5 des Wassers. Wir haben die Vögel, das Buch. Die Lupe, den Anker, die männliche Person, steht für die jüngere männliche Person aus dem Lenormand-Deck, für die Affäre einmal. Und wir haben die Sense und den Park.
Der richtige Zeitpunkt. Täuschung. Wir haben hier bei beiden Tagen einmal die Täuschung. Ein Traum wird wahr. Die Königin der Kelche. Und wir haben die drei der Schwerter. Erfolg. Er oder sie liebt dich. Denke stets daran. Umarmung. Du hast dein perfektes Gegenstück gefunden. Heimlicher Verehrer. Vertrauen, deinen Seelengefährten herbeirufen. Hier haben wir zwei Bleibe aufgeschlossen. Hochzeit. Und wir haben Probleme in der Familie. So, meine Liebe, mein Lieber, ich starte einmal für dich, für den heutigen, sprich morgigen Tag, je nachdem, wann du diese Botschaft hier anschaust. Hier geht es um eine Person, es könnte sich auf diese männliche Person beziehen, ja. Wenn du von Frau zu Frau schaust, Mann zu Mann schaust, bitte ich dich einmal diesbezüglich umzudenken. Hier befindet sich eine männliche Person derzeit in Niederlagen, in Demütigungen, fühlt sich hier gedemütigt, ja, bedroht. Es könnte sein, dass man hier familiär einmal ein Thema hat, da bedroht wird. Derzeit für all die, die sich hier noch in einer Verbindung befinden, ja, hier könnten einmal Bedrohungen ausgesprochen werden. Man fühlt sich hier in einer Verbindung nicht gut, ja. Das haben wir einmal mit den fünf der Schwerter, ja. Und hier geht es einmal um Hindernisse. Hindernisse zu überwinden aufgrund dessen, da wir die Kraft haben. Man möchte hier in seine Kraft kommen. Hier haben wir einmal die weibliche Person drauf. Es könnte einmal für dich als weibliche Person oder eben für dein Gegenüber die männliche Person hier stimmig sein. Oder eben für dich als Mann. Hier geht es definitiv um eine Person, die hier kämpft, in seine Kraft zu gelangen. Ja. Man möchte hier sich neu ausrichten, man möchte kommunikativ auf dich zugehen, man sucht das Gespräch, den Kontakt zu dir einmal, ja. Man sucht aber auch diese Wärme, diese Geborgenheit, man fühlt sich dir gegenüber sehr, sehr geborgen, vertraut auch, ja. Da wir die Zwillingsseelen haben, eure Leidenschaft ist entflammt, das ist immer eine sehr, sehr starke Verbindung und ebenfalls die telepathischen Verbindungen mit. Man ist hier telepathisch auch mit dir in Verbindung. Er oder sie liebt dich und denkt gerade an dich. Des Weiteren zeigt sich hier eine männliche Person, die aufgrund dessen der vergangenen Niederlagen auch derzeit noch in Niederlagen sich befindet, auch in Demütigungen. Es könnte sein, dass hier Kindheitsthemen, kann ich hier nicht ausschließen, aufgrund dessen nagt die Problematik hier auch in die Kommunikation mit dir zu gehen. Ja? Denn ich bekomme hier eine Person, der König der Luft, dass man sich hier in seiner eigenen Haut nicht wohlfühlt. Ich zeige dir das einmal in die Kamera. Diese Karte ist zur Seite legen. Dieser Mensch ist sehr zwiegespalten, weiß hier nicht, was er möchte. Heute so, morgen so, aufgrund dessen Themen in der Kindheit, die hier sehr, sehr tief liegen. Ja. Irgendwo hat man schon die Klarheit, ja, möchte auch in diese gewisse Neujustierung gehen. Aber erst einmal zeige ich dir hier die Karte der König der Luft. Bereitet hier aber auch etwas vor und das hatten wir schon in den vergangenen Tagen. Ja, und aufgrund des Ausdrucks des Gesichtes hier bei dieser Person, ich hoffe, du kannst das hier so sehen, ich habe mir die Karten jetzt immer noch nicht in groß bestellt aus zeitlichen Gründen. Man denkt hier sehr, sehr viel nach. Das einmal Sorgen, Probleme, ja, hat diese Person
Es könnte einmal für die jüngere Person, wenn der Gegenüber hier jünger als du ist, ja, was bei Seelengefährten ja meist der Fall ist. Zumindest ist diese Person hier nackt, fühlt sich leer, wie ausgelaugt, ja, fühlt sich nicht gut. Ich bekomme aber immer diese Zwiespältigkeit mit diesen zwei Gesichtern, ja. Dass man nach außen hin ein gewisses Bild repräsentiert. Ja, also dieser Person würdest du das nach außen hin nicht anmerken. Aber im Innerlichen kämpft diese Person mit sich, ringt mit sich, ja, tagtäglich. Denn vergiss bitte nicht, wir haben hier die Kraft. Also hier kämpft man gegen etwas an. Dann haben wir hier, also man möchte hier definitiv in eine Neujustierung. Man sucht die Gespräche zu dir aufgrund dessen. Man möchte auch, sucht irgendwo die Klarheit. Ja, also man stellt sich hier sehr, sehr viele Fragen, bekomme ich, aufgrund dieser Seelenverbindung. Insgeheim mehr oder weniger, trotz alledem wird man hier in den Kontakt mit dir treten. Hier wird etwas, Sorgen werden für einen kurzen Moment vergessen. Ja, man ist hier wie in einer Verwunderung. Dieses Gespräch könnte auch verwundert vonstatten gehen, ja, wodurch man erstmal etwas Klarheit erhält. Aber trotz alledem ist es noch nicht ausgewogen. Es ist noch nicht im Einklang mit euch, ja. Denn wir haben hier definitiv mit der Königin der Kelche, dass es hier eine Person gibt, ja, ich bekomme entweder durch die Kindheit, dritte Person, denn wir haben hier auch die Verbindung und hier gibt es eine Person, die Königin der Kelche, sie hat definitiv Macht über diese Person, über dein Gegenüber hier, ja. Des Weiteren gibt es hier noch eine männliche Person, da sich der heimliche Verehrer gezeigt hat, ja. Also es geht hier einmal um eine Verbindung, wo sich zwei männliche Personen zeigen. Der Königin der Kelche. Einmal diese Drittperson, die hier natürlich Einfluss auf dein Gegenüber hat. Und wir haben mit den Neun der Stäben, hier möchte man von vorn beginnen. Ja, hier geht es um diverse Rückschläge in der Vergangenheit. Ja, um Problematiken, um eine Katastrophe, richtig? Also man ist hier wirklich wie in einer Falle sitzt man derzeit fest, ja, und möchte hier ausbrechen. Irgendetwas ist hier passiert, wo man selbst die Katastrophe hervorgerufen hat. Ja, also man hat selber das herausprovoziert, da wo man sich hier befindet, ja. Vielleicht ist man derzeit in einer Verbindung hier gefangen, ja, mit dieser Drittperson, was man sich selber hier karmisch zugezogen hat. Ja, könnte einmal stimmig sein. Man ist hier definitiv gefangen. Denn die Karte der Engel sagen hier ganz klar, befreie dich. Und das haben wir auch hier mit den Neun der Stäben, dass es hier um Unzufriedenheit geht. Ich bekomme mehr diese Unzufriedenheit rein, dieses Ausbrechen, ja, dieses, man möchte hier raus, ja, und zwar in den Neuanfang. Nur aufgrund dessen, dass man hier Angst hat, ja, und hier derweilige Themen immer wieder einholen, ja. Hier geht es schon darum, dass man etwas in die Balance bringen möchte. Es könnte sein, dass man hier Angst hat, ja, sich einmal zu zeigen aufgrund dessen, weil man ja weiß, man hat hier getäuscht. Es geht definitiv um jemanden aus deiner Vergangenheit oder der derzeit nicht im Kontakt bist. Man sucht hier definitiv den Kontakt zu dir, ja, da man sich sehr wohl bei dir gefühlt hat. Jemand in dieser Beziehung verbirgt sein wahres Selbst unter einer Maske. Dein Gegenüber trägt hier ganz klar eine Maske, aufgrund dessen, dass er sich hier nicht offen zu dir bekennt, ja, dass man nicht ehrlich miteinander kommuniziert, bekomme ich hier ganz klar aus dem Grund, da aber auch Drittpersonen involviert sind, ja, seitens der Familie, denn wir haben hier die Probleme in der Familie, darauf komme ich einmal gleich, aber auch dein Gegenüber könnte sich hier in einer Verbindung befinden, ja, oder eben die weibliche Person, schau bitte, wie das einmal für dich stimmig ist. Da wiederum trägt man auch die Maske. Das heißt, man kennt es gar nicht anders. Ja? Familiär bedingt ist man so aufgewachsen, hier nach außen hin mehr zu scheinen als zu sein. Ja? Probleme in der Familie. Die Familie hat es dir hier so vorgegeben, vorgelebt. Und das einmal mit den Neun der Stäbe.
Und dann haben wir die sieben der Kelche und hier geht es um Wunschdenken, Träumereien. Also dein Gegenüber hat hier ganz klare Wünsche, Wünsche wieder auf dich zuzukommen, Wünsche in die Kommunikation mit dir zu gehen. Ja? Kontaktaufnahme, Neujustierung, man wird hier definitiv mit dir Kontakt aufnehmen. Ja? Aber auch aus dieser Falle sich hier befreien, aufgrund dessen, da du deinem Gegenüber hier sehr viel Wärme und Geborgenheit gegeben hast und man sehnt sich jetzt hier danach. Ja? Und möchte das mit dir wieder in Einklang bringen. Hier geht es nochmal um Vertrauen, ja. Schau bitte positiv in deine Zukunft. Etwas, einer Situation hier voll und ganz zu vertrauen, was dein Gegenüber beinhaltet. Denn vergiss bitte nicht, wir haben die Zwillingsseelen, ja. Es ist eine große Leidenschaft hier. Des Weiteren haben wir die Priesterin, also jemand aus deiner Vergangenheit oder jemand aus einem On-Off. Ja, ich bekomme mehr, eine Person aus deiner Vergangenheit, möchte hier plötzlich durch diese Neujustierung, Umjustierung, diese Neuaus, man richtet sich schon aus. Ja, man steht hier schon mehr oder weniger kurz vor der Kommunikation. Ich bekomme auch, dass man hier etwas aussetzt, ja, und steht dann plötzlich vor dir mit dem Priester. Und du hast gar nicht damit gerechnet. Es geschieht genau dann, wenn du gerade nicht damit rechnest. Ja, es könnte auch in der Öffentlichkeit passieren. Und dann haben wir die Eins des Feuers. Also man ist hier definitiv, wurdest du hier in der Vergangenheit, ja, sehr, sehr verletzt, was das beinhaltet. Man hat hier das gebrochene Herz. Ja, aber auch die männliche Person hat hier ganz klar das gebrochene Herz und fühlt sich hier wie vergiftet. Bleibe optimistisch in Bezug auf dein Liebesleben. Positives Denken und Vertrauen werden dir Glück in der Liebe bringen. Ja. Bleibe hier bitte in deinem Optimismus. Es werden Kommunikationen stattfinden. Vergiss bitte nicht, das ist eine allgemeine Legung. Ich muss dies leider immer und immer wieder betonen. Ja. Es wird hier auf sehr, sehr viele Menschen zutreffen. Man möchte hier definitiv eine Kommunikation. Was ich hier noch bekomme, aus einer vergangenen Verbindung, ja, könnten plötzliche Kontakte auftreten. Das heißt, wenn du hier in einer Trennung warst und es gab längere Zeit keinen Kontakt mit dem Vater deines Kindes oder eben mit der Mutter deines Kindes, je nachdem, wie du hier schaust, ja, was ich jetzt auch noch bekomme als zweites Szenario, dass es hier plötzlich einen Kontakt geben wird, ja, wo das Kind auch nochmal hier eine gewisse Klarheit hier hat, ja, wo du auch Klarheit hast, wo man Klarheit schenken kann. Das einmal bekomme ich auch. Dass man sich jetzt vielleicht um das Kind auch kümmern möchte, ja, da wir hier den Neuanfang haben. Des Weiteren zurück in deine Seelenverbindung, ja, in deine Zwillingsseelenverbindung, dein Wunschpartner, dein Gegenüber, deine Wunschpartnerin. Ja, die Täuschung hatten wir bereits. Jemand in dieser Beziehung verbirgt sein wahres Ich unter einer Maske. Man hat hier auch Angst, ja, die Ängste haben wir auch hier. Und man wird sich hier befreien. Ja, dies ist dein Seelengefährte. Ihr beide wisst auch voneinander, ja, dass es hier eine Seelenverbindung ist, bekomme ich ebenfalls. Nur hier gibt es eine Problematik, das heißt Thema Kindheit, denn hier hat jemand, entweder du als weibliche Person, bekomme das mehr als männliche Person, denn wir haben hier zweimal die männliche Person, einmal im Tarot-Deck und einmal im Lenormand-Deck, ja. Hier zeigt sich zwar die weibliche Person drauf, dein Gegenüber hat hier ganz klar, du hast das gebrochene Herz und dein Herzensmensch, der hat hier wie ein Herz aus Stein aufgrund dessen dieser Themen hier, dieser Themen in der Kindheit. Ich zeig dir erstmal die Karte. Jetzt natürlich ist man in diesem Zustand, dass man hier trauert um dich regelrecht, aufgrund dessen hier in den Kontakt gehen möchte, hier etwas öffentlich machen möchte, hier aber auch, hier bekomme ich natürlich zwei Szenarien, da sich hier zwei männliche Personen zeigen einmal, ja. Aber durch die Themen in der Familie, wo man sich befangen fühlt, ja, wo man nicht ausbrechen konnte oder eben in einer Verbindung, da sich die Verbindung hier gezeigt hat, ja. Und da möchte man sich befreien. Da wird man sich auch befreien aufgrund der Sonne, diese Kraft. Ja, es ist eine sehr, sehr hohe Karte. Und wir haben auch hier noch einmal diese Kraft.
bekomme hier ganz klar, dass dieser Mensch dein Gegenüber ein Kopfmensch ist, ja, hier mehr auf sein Ego hört als auf sein Herz, da dieses verschlossen ist, ja. Man hat auch Angst, das zu öffnen, aufgrund dessen auch die Täuschung, aus dem Grund trägt man auch die Maske. So, wir schauen einmal weiter. Wir haben noch die Angstbotschaften. Nur die Liebe wird dich befreien. Lass all das Alte los, damit eine neue Liebe in dein Leben treten kann. Ja? Also hier gibt es Themen, diese loszulassen. Und wenn wir diese loslassen, denn wir haben ja hier schon die Kommunikation. Ja? Jemand ist hier auch sehr, sehr aufgebracht, aufgeregt, bekomme ich, um mit dir in diese Kommunikation zu gehen, aber auch währenddessen dieser Kommunikation. Diese Karten hatte ich dir schon einmal in die Kamera gezeigt. Wir schauen einmal weiter auf den darauffolgenden Tag. Hier geht es einmal um eine Dreieckskonstellation. Ja, hier befindet sich jemand in einer Verbindung. Ja, seitens in einer Familie, aber ich bekomme mehr, dass hier dein Gegenüber oder die männliche Person mehr oder weniger in einer Verbindung sich befindet. Ja. Des Weiteren hier aber noch Themen in der Familie sind. Ja. Also hier steht schon, also bei deinem Gegenüber sind hier schon sehr, sehr viele Menschen im Nacken. Ja, sehr, sehr viele Menschen. Nicht nur die Partnerin, sondern auch noch die Familie von der Partnerin. So, wir haben aber mit den 6 der Stäben. Hier gibt es gute Nachrichten. Wir haben hier auch die Kommunikation. Es könnte eine aufregende Kommunikation stattfinden, ja. Aber hier gibt es definitiv ein Treffen, bekomme ich. Hier wird es ein Wiedersehenstreffen geben. Aufgrund dessen etwas Plötzliches passiert. Die männliche Person wacht hier definitiv auf, ja. Denn wir haben die Liebe und die ist fest verankert bei der männlichen Person. Hier einmal mit dem Anker, dass er dich liebt, ja. Wir haben hier definitiv die guten Nachrichten. Du erhältst hier Anerkennung in der Liebe. Ja, was bislang vielleicht noch nicht spruchreif war, damit darfst du rechnen jetzt. Sieg, Erfolg und Anerkennung. Des Weiteren haben wir die 4 der Münzen. Sprechen hier noch einmal, es könnte hier um materielle Dinge gehen, ja. Bei der männlichen Person. Es könnte aber auch sein, dass hier in einer Verbindung geht es definitiv um die Finanzen, wo man in der Unsicherheit ist, wo man hier etwas ins Zögern gerät. Ja, du weißt aber nichts davon. Er hält es hier noch verborgen, dass es hier um die Finanzen geht. Ja, einmal mit der Karte 4 der Münzen. Es könnte hier auch in ein familiäre Themen einmal sein, ja, dass man hier Rückschläge im Finanziellen hier immer erleiden musste, ja, dass die Familie hier genau geschaut hat, was du hier jeden Monat nach Hause gebracht hast, ja, dass man zusätzlich, dass man hier die Familie ernähren muss, plus noch hier in einer Verbindung ist, ja, und hier selber, dass für einen gar nichts mehr übrig bleibt. Aufgrund dessen möchte man sich hier jetzt befreien und möchte raus, ja. Man ist es leid, man hat jetzt endlich hier die Klarheit bekommen von oben, wie einen plötzlichen Sinneswandel und befreit sich jetzt hier, ja. Also es, hier handelt es sich schon um einen Mensch, der hier sehr kopflastig ist, was sich hier auch zeigt, ja, worum es hier auch um das Finanzielle geht. Und dann haben wir hier die 2 der Kelche und hier geht es um eine Vereinigung zweier Extreme und das widerspiegelt die Karte der Zwillingsseelen. Ja, diese starke Verbindung zwischen euch. Hier wird es eine Vereinigung geben. Aber diese Karte sagt mir auch aus, dass es hier sich um 2 Personen handelt, ja, was ich bekomme. Wie schon vorhin gesagt, geht es hier einmal bei dem heimlichen Verehrer, dass es hier noch jemanden gibt, bei dir oder bei deinem Gegenüber. Und wir haben auch hier einmal die Entscheidung. Letztendlich darfst du dich hier entscheiden, wen du hier wählst, ja. Mit den 2 der Kelchen bekomme ich das auch, dass es hier um 2 Menschen geht. Beide Personen mit der 5 des Wassers halten hier an dir fest und möchten hier an dir festhalten. Ja? Vor Angst auch kommt man hier in die Kommunikation. Dein Gegenüber spürt, dass hier jemand da ist. Ja? Aufgrund dessen, da man dich hier heimlich beobachtet.
Dein Gegenüber, entweder beobachtet man dich, ja, es ist schon, man beobachtet dich hier, aber man spürt es auch, ja. Also hier gibt es jemanden, der genau Bescheid weiß über dich und man möchte dich hier nicht loslassen. Das wird einem jetzt erst bewusst, ja. Wir haben den Teufel. Es konnte sich hier einmal darum handeln, dass es hier noch, dass jemand in einer Co-Abhängigkeit ist, ja. Aber auch in einer Verbindung ist auch eine Abhängigkeit. Ja, wenn man nicht raus aus einer Verbindung kann, man möchte gerne, aber kann nicht. Ja, einmal das mit der Verbindung. Man könnte, es könnte sein, dass man hier durch die Familie finanziell abhängig ist. Oder eben diverse andere Co-Abhängigkeiten hier. Schau bitte einmal, wie das für dich stimmig ist. Es könnte sein, dass eine Person, entweder du als weibliche Person, du als männliche Person, hier steht eine Person in der Öffentlichkeit, ja. Es könnte für deinen heimlichen Beobachter sein, es könnte die männliche Person repräsentieren, schau bitte, ja. Also definitiv, oder du als weibliche Person, vielleicht auch beide, ja. Aber hier geht es in einer Verbindung noch um sehr viel Materielles. Ja, und hier steht man in der Öffentlichkeit. Es könnte sein, dass dein Gegenüber hier etwas sehr, sehr Hohes ist. Ja? Schau bitte einmal, wie das für dich stimmig ist, denn hier gibt es zwei männliche Personen. Die Priesterin sagt mir hier ganz klar, dass du hier in die Leichtigkeit kommen darfst. Ja? Also dieses nicht so schwarz zu sehen, sondern du darfst, was das beinhaltet, hier in deine Leichtigkeit kommen. Denn hier wird es Kommunikationen geben. Hier wird sich auch etwas für dich auf kurz oder lang öffnen, ja, das Buch, was geschrieben ist, wird sich hier für dich öffnen. Du wirst hier in einer Kommunikation, was du erhältst, was erst einmal verschlüsselt. Ich bekomme eine Nachricht, die wie in verschlüsselt ist, ja, aber diese Nachricht wird dir hier viel Klarheit und Kraft vor allem schenken von der männlichen Person, ja, wo die Liebe fest verankert ist, wo man hier wirklich einen Cut machen möchte, ein Ende bringt. Auf kurz oder lang wird es hier ein Ende geben, was die Drittperson beinhaltet. Das heißt, man wird hier etwas in der Verbindung, wenn es hier um eine Dreieckskonstellation geht, wenn dein Gegenüber oder du dich in einer Partnerschaft befindest, ja, man wird hier etwas beenden. Denn wir haben die Karte Bleibe aufgeschlossen. Und wir haben die Probleme in der Familie. Hier wird man auch familiär etwas beenden. Ja, weil es reicht, weil man hier raus möchte. Man möchte ausbrechen. Wir haben mit der 3 der Luft auch diese Leichtigkeit nochmal. Ja, aber du bist hier auch in diesem Beflügeltsein. Ja, dich beflügelt hier etwas. Es könnte sein, wir haben hier Herbstblätter drauf, ja, dass etwas zum Herbst hier beendet wird bei deinem Gegenüber. Oder eben, jetzt haben wir ja schon fast Herbst, ja, dass jetzt etwas passiert und dass du jetzt für dich ein Traum wahr wird in einer Seelenverbindung, ja. Es könnte einmal sein, dass beides diese Partner deine Seelenverbindung sind, also beides, dass du hier zweimal deiner Zwillingsseele begegnet bist, ja. Also beide Partner, hier gibt es definitiv zwei männliche Personen und letztendlich darfst du hier eine Entscheidung treffen. Es könnte auch sein, du als männliche Person, wobei ich hier mehr, da wir mehr männliche Personen hier haben, keine weibliche Person, ja, ein Traum wird für dich wahr. Letztendlich wählst du diese Entscheidung, denn wir haben hier auch, es ist der richtige Zeitpunkt. Es wird jetzt etwas geschehen. Es kann auch sein, dass ihr euch hier in der Öffentlichkeit begegnet seid, ja, aber wir haben auch das jetzt gelegt. Das heißt, es werden Gespräche stattfinden, es wird hier ein Wiedersehenstreffen geben in der Öffentlichkeit und das plötzlich, ganz, ganz plötzlich wird hier etwas geschehen. Ich sagte ja, dass hier jemand am heutigen Tag, jemand plötzlich vor dir steht, ja, oder plötzlich wird hier ein Treffen organisiert, ja. Wir haben die Umarmung, du hast dein perfektes Gegenstück gefunden.
Du wirst mehr geliebt, als du dir jemals vorstellen kannst. Denke stets daran, er oder sie liebt dich. Erfolg, habe Vertrauen, es wird ein Happy End auf der ganzen Linie geben. Ja, für all die, die hier nicht im Vertrauen sind, schau bitte. Karten möchten dir sagen, du darfst in deine Kraft kommen, auch wenn du derzeit hier noch niedergeschlagen bist, ja. Es passiert hier etwas, was dir sehr, sehr viel Kraft gibt, aufgrund der hohen Energien. Dann haben wir den heimlichen Verehrer. Er oder sie liebt dich. Und der Erfolg. Ja, habe bitte Vertrauen in diese Seelenverbindung. Dann haben wir, bleibe aufgeschlossen, dein Seelengefährte unterscheidet sich vielleicht von deinem normalen Typ und deinen Erwartungen, ja. Und es könnte wirklich sein, dass hier ein Altersunterschied einmal bei euch ist. Es könnte sein, dass jemand höher von euch gestellt ist, ja. Es können diverse Dinge hier sein, worin ihr euch unterscheidet oder dieses Angestelltenverhältnis, ja. Also schau bitte, wie das einmal für dich stimmig ist. Dein Seelengefährten herbeirufen, deine Gebete, Affirmationen, Visualisierungen helfen euch zusammenzubringen. Das heißt, ja, du bist hier ins Gebet gegangen und darf das Universum schickt dir jetzt das, wofür du affirmiert hast. Ja? Denn man hat hier ganz klare Botschaften. Du hast den Erfolg, du hast die Umarmung und du hast diese Seelenverbindung, ja? Es ist hier definitiv dir jemand geschickt worden. Und wir haben nochmal das Vertrauen. Diese Situation fordert dich auf, in Geduld zu üben. Ja? Also habe bitte hier noch etwas Geduld. Ja? Du darfst ins Vertrauen gehen. Man kommt hier in seine Kraft. Ja? Auch wenn es vielleicht, es kommt hier plötzlich. Es wird plötzlich passieren. Ja? Und wir haben ja hier den Herbst drauf. Den haben wir ja schon da. Als die Tagesbotschaften sind, wird es definitiv hier den einen oder anderen an den Tagen für diese Tage zutreffen. Ja, aber es kann natürlich auch für den einen oder anderen ein paar Tage später zutreffen. Ansonsten bist du hier einmal dann beim nächsten Mal mit dabei. Ja? Einmal mit der Karte. Und es wird turbulent hier. Turbulenzen bekomme ich auch. Ja, du bist auf einmal so, dass hier beide Menschen auf einmal da sind. Ich bekomme sehr viel Turbulenz mit der Karte. Nicht nur den Herbst, mehr diese turbulente Zeit. Ja? Da wir hier diesen Wind haben, diese Blätter. Und die Karte Vertrauen. Was zeigt sich in dem Tarotdeck? Wir haben mit der Karte die drei der Schwerter. Ist hier eine weibliche Person drauf. Was könnte für die Person stehen, wo dein Gegenüber in dieser Verbindung ist? Ja, derzeit in einer Verbindung. Das bekomme ich einmal. Es könnte aber auch, wenn du hier, wenn dein Gegenüber nicht in einer Verbindung ist. Ja, hier gibt es aber definitiv familiäre Probleme, dann ist man in der Familie gebunden. Ja. Sollte dein Gegenüber nicht in einer Partnerschaft sein oder du nicht in einer Partnerschaft sein, repräsentierst du dich hier auf dieser Karte. Hier ist man wirklich sehr, sehr wehmütig, wird man diese Entscheidung treffen zu diesen Seelenpartnern. Du wirst dich hier für eine Person entscheiden. Man kommt jetzt schon auf dich zu. Ja, einer ist schon unterwegs. Sehr wehmütig. Dich wird das hier sehr, sehr treffen. Ja, wahrscheinlich hast du zu beiden diese Verbindung. Ich bekomme es mehr bei dir als weibliche Person, denn du wirst eine Entscheidung treffen müssen, als bei der Person. Dafür schaut sie mir hier viel zu treu und loyal aus, diese Person, anstatt dass die dritte Person ist. Ja, denn der dritte Person, die hier noch bei deinem Gegenüber involviert ist, ja, bekomme ich mehr diese Person hier einmal. Und die zeige ich dir gleich in die Kamera. Denn hier geht es wirklich um eine Person, die es nur auf sich bedacht hat. Ja, da siehst du auch gleich den Unterschied einmal. Die Königin der Kelche und die hat sich einmal auch hier repräsentiert. Und das
bist du nicht hier. Ja, das ist definitiv eine Person in einer Verbindung bei deinem Gegenüber, aber ich bekomme auch ganz klar diese Dreieckskonstellation. Ja. Was man hier beendet, das lässt diese Person kalt. Ich bekomme wirklich Kälte. Diese Person lässt es kalt, wenn die männliche Person sich hier trennt. Ja? Aufgrund dessen, da man hier andere Dinge im Fokus hat. Und zwar nur sich selbst. Das ist eine Person, eine egoistische Person, narzisstische Person, die sich hier nur selbst liebt. Ja. Und es geht hier wirklich nur um die materiellen Werte. Ja. Es geht hier nur um sein Ego zu befriedigen, bekomme ich hier ganz klar, wenn die männliche Person hier aus dieser Verbindung geht. Also schau bitte einmal, wie das für dich stimmig ist. Ja? Sollte dein Gegenüber oder du dich nicht in einer Verbindung befinden, steht es ganz klar für ein Mutterthema, steht es für eine Person, die hier nichts damit zu tun hat, dass es dir gut geht oder deinem Gegenüber gut geht. So, meine Liebe, mein Lieber, das sind einmal die Tagesbotschaften. Alle Privatlegungen werden derzeit wieder hochgeladen. Ich bedanke mich hier ganz recht herzlich. Fühl dich umarmt. Bis dahin.